Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ein weiteres Pokémon Trading Card Game Unboxing zu Schwert und Schild Clash der Rebellen. Und zwar das zweite Blister mit der Promokarte von Rayquaza. Die Nummer 29, SWSH 29. Wieder mit einer Münze und drei Booster Packs Clash der Rebellen. Und dann würde ich sagen, ohne weitere Umschweife machen wir das Ganze mal auf und gucken wieder rein, was uns in den Boostern so erwartet. Weil wir wieder Glück haben, haben wieder eine VMAX-Karte drin, was natürlich ziemlich geil wäre. Aber auch so ist es schon okay, weil wir haben hier wieder eine Promokarte dabei. So, dann wieder die Münze. Wie auch vor dem vorherigen Video, schreibt mir mal, wenn ihr wisst, was das ist. Die Codekarte. Also welches Pokémon das ist auf der Münze. Dann haben wir hier die Promokarte Rayquaza. Fessel, Biss und Powerschuss. Nummer 29, die Promokarte. Und dann hier die drei Booster Packs. Fangen wir an. Schauen uns an, was wir hier für schöne Karten drin haben. So. Und da hätten wir ein Knapfel, ein Schallquapp, Unratütox, Iguana, ein Gramokles, dann ein Loturzel als Parallelkarte, ein Galar Ognatol als Rarekarte, eine Energiekarte, Laternecto, Meditalis und ein Costurso sowie die Codekarte. Okay, erstmal eine normale Rarekarte. Aber es ist ja noch steigerungsfähig. Da ist noch Luft nach oben, wie man so schön sagt. Da hätten wir ein Schmerbe, Picuda, Velursi, Loturzel, ein Fukano, dann Parallelkarte von Flammenhalstuch, eine Trainerkarte. Die Rarekarte, wieder eine normale Rarekarte, ein Krippuk, dann eine Energiekarte, ein Meditalis, achso, das ist ja die Parallelserie, ein Meditalis, ein Pelzebub, sehr cool, Mebrana und eine Codekarte. So, letztes Booster. Gucken, ob jetzt wenigstens noch eine Rare-Karte mit Hologramm-Effekt oder noch besser eine V-Max-Karte oder eine V-Karte wird mir auch schon reichen. Irgendwas. Dann haben wir einen Bitora, Galar, Flampion, ein Vulpix, auch niedlich. Ein Hokumil, Galar Porenta, dann aus der Parallelserie ein Raffel und jawoll, ein Galar Gorgason mit dem Holo-Effekt hier dabei. Die Rare-Karte. Sehr, sehr cool. Eine Energiekarte hier. Eine Trainerkarte. Yarrow. Noch eine Trainerkarte. Turffield Stadion. Und ein Lombrero. Deine Codekarte natürlich. So. Das also die Ausbeute in diesem Blister. Wieder ein Haufen Pokémon. Dann haben wir hier zwei Trainerkarten. Und drei Energiekarten. Zwei verschiedene Sorten an Energiekarten. Dann haben wir die Rare-Karten. Sind zwei normale Rare-Karten hier ohne was und eine Rare-Karte mit Holo-Effekt. Ziemlich cool. Und natürlich drei Parallelkarten. Aber die sind ja standardmäßig immer drin. Aber da auch wieder keine Rare-Karte. Zweimal kamen, einmal ankamen. Also nichts Besonderes da. Und natürlich die Promokarte SWSH 29 Rayquaza. Sehr, sehr cool. So wie die Münze. Ja, auch hier wie im letzten Video. Wenn ihr wisst, was es für ein Pokémon ist, schreibt mir es in die Kommentare. Ansonsten können wir gerne in die Kommentare noch über das Pokémon Trading Card Game, über Schwert und Schild oder Clash der Rebellen, wie auch immer. Schreibt mir in die Kommentare, können wir gerne drüber quatschen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Alternativ könnt ihr gerne auch auf den Discord-Server kommen, da informiere ich auch immer über neue Videos. Dort könnt ihr dann auch mit mir und anderen über die verschiedensten Themen diskutieren. Discord ist komplett kostenlos und den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ebenfalls in der Videobeschreibung findet sich der Link zu meinem Zweitkanal Toysetlänge 1013. Hier gibt es Speedbuilds, diverse Lego-Sets, Zeitschriften, Reviews sowie verschiedene Lego-Unboxings. Schaut gerne mal vorbei und auch dort könnt ihr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute! Ciao!